Mit einer Fettabsaugung kann überschüssiges Fettgewebe an den Beinen, Hüften oder den Knien gezielt entfernt werden. Die Fettabsauger unter Tumeszenzlokalanästhesie gilt als wirksam und risikoarm. Der Eingriff gehört zu den häufigsten plastischen chirurgischen Eingriffen weltweit. Fettposter an den Beinen bei der Frau können aus verschiedenen Gründen sehr belastend sein. Viele Frauen mit kurvigen Beinen fühlen sich in ihrer Kleiderwahl stark eingeschränkt. Manche empfinden das Tragen beinfreier Kleider oder eines Badeanzuges als beklemmend. Häufig Problemzonen der Beine sind Fettdepot an der Hüfte, an der Innenseite der Oberschenkel oder an den Knien. An den Beinen werden Fettreserven trotz eines Ernährungsplans, Sport und Beinübungen nur sehr spät oder gar nicht abgebaut. Unter optimalen Voraussetzungen gilt dieser Eingriff als risikoarm und wird weltweit jährlich fast 1,5 Millionen Mal durchgeführt. Die OP dauert beträgt ca. 2 Stunden, abhängig vom Ausmaß des Eingriffs. Für ein optimales ästhetisches Ergebnis müssen gleichermaßen die Hautqualität beachtet werden. Die OP kann entweder in Vollnarkose oder wie bei uns in Dämmerschlaf durchgeführt werden. Wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen im Verlauf dieses Videos. Die Fettabsaugung steht laut Vereinigung der Deutschen Städtischen Plastischen Chirurgen an erster Stelle der am häufigsten von Frauen durchgeführten ästhetischen Operationen in Deutschland. Bei den Männern liegt sie an zweiter Stelle. Die richtige Narkose sorgt für eine schnelle Erholung. Dank der genau dosierten Verabreichung von Schlaf- und Schmerzmitteln durch den Facharzt für Anästhesie kann eine Fettabsaugung an den Beinen in einem schmerzfreien Dämmerschlaf durchgeführt werden. In der Regel können die Patienten 4 bis 6 Stunden nach der Operation wieder nach Hause gehen. Nach 2 bis 3 Tagen können sie ihren normalen Tagesablauf nachgehen. Nach ca. 4 Monaten ist bei ca. 95% der Patienten das Endergebnis zu sehen. Der Umfang der Oberschenkel kann unabhängig vom Körpergewicht zunehmen. Überschüssiges Fett sammelt sich meistens an den Innen- oder Außenseiten der Oberschenkel an. Bei kurvigen Oberschenkeln ist das Aneinanderreiben der Innenseite der Oberschenkel besonders störend. Die Reibung zwischen denn Oberschenkelinnenseite kann auch Hautprobleme verursachen. Unter dem Einfluss von Östrogen werden die Fettzellen an den Hüften größer. Daher leiden besonders junge Frauen vor den Wechseljahren an Reitenhosen. Die Ansammlung von Fettgewebe an der Innenseite der Knie ist weitergehend genetisch vorbestimmt. Bewegung und Diät helfen hier meist nicht. Die Konturen der Waden sind für das harmonische und ästhetische Aussehen der Beine maßgebend. Wenn die Fettschicht des Unterschenkels größer als 3 cm ist, trägt eine Fettabsaugung merklich zur Wadenverkleinerung bei. Hier in diesem Bild können wir sehen, in diesem Bereich hier von der Innenseite von der Oberschenkel, das ist der Seite, wo diese Fettposter meistens stören. Auch hier in diesem Bereich der Knie und auch in diesem Bild können wir das ist auch erkennen, diese Reiterhose. Durch eine Fettabsaugung wird das überschüssige Fettgewebe effektiv und dauerhaft entfernt. Die Narben sind wenige Millimeter groß und kaum ersichtlich. Der Eingriff wird ambulant und in Dämmerschlaf durchgeführt. Eine Fettabsaugung verbessert bei jungen Menschen und kleinen Fettposten schonend und effektiv die Konturen. Wird überschüssiges Fettgewebe entfernt, dann muss sich die Haut den schlankeren Umfangsmaßen anpassen. Das Risiko einer Hauterschlafung hängt unter anderem von der Beschaffenheit des Fettgewebes und der Haut ab. Die Elastizität der Haut nimmt bereits nach den 30. Lebensjahr ab. An inneren Oberschenkel ist die Elastizität der Haut geringer als an anderen Körperstellen. Auch gibt es an der Innenseite der Oberschenkel weniger Kollagenfasern, die die Haut an der Muskelfaszien verankern.
Falls erforderlich, empfehlen wir eine gleichzeitige Hautstraffe und Fettabsaugung der Innenschenkel. Über eine Oberschenkelstraffe werde ich in einem anderen Video mehr erzählen. Die Innenseite der Oberschenkel gehören zu den bevorzugten Spendestellen für eine Eigenfettbehandlung, insbesondere bei jüngeren Frauen, wenn der Wunsch nach fülligeren Brust oder eine schöne Gesäßkontur besteht, wird das abgesaugte Fettgewebe aufbereitet und an den gewünschten Stellen unterspritzt. Viele unserer Patienten möchten natürlich wissen, welche Art der Narkose wir anwenden. Wir führen unsere Operationen in Dämmerschlafe durch. Der Hauptunterschied zwischen einer Dämmerschlafe und einer Vollnarkose ist die künstliche Beatmung, die bei Dämmerschlafen nicht notwendiger ist. Eine Lähmung der Atemmuskulatur, so wie es bei einer Vollnarkose der Fall ist, ist keine Voraussetzung mehr für eine schmerzfreie OP. Die Methode der Schmerzausschaltung haben sie enorm weit entwickelt. Vorteile einer Dämmerschlafmethode sind: Sie sind nach einer Operation schneller wieder wach und fit. Sie benötigen weniger starke Schmerzmittel. Nach einer Operation in Dämmerschlaf ist kein stationärer Aufenthalt notwendig. Sie müssen also nicht im Krankenhaus oder der Klinik übernachten. Das Risiko einer Thrombose und somit auch einer Embolie ist bei einem Dämmerschlaf geringer als bei einer Vollnarkose. Die Vibrationsliposuktion wurde 1998 erstmals von der US-amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel zugelassen. Bei dieser Methode versetzt ein Motor die Hohlsonde zur Fettabsaugung in Schwingung. Die Hohlsonde bewegt sich bis zu 4000 Mal in der Minute 3 mm vor und zurück. Das Fettgewebe wird durch die Vibration gelöst. Die feine Vibration erlaubt das präzise Absaugen von Fettgewebe. Anders als bei der Laser- oder der Ultraschallgestützten Fettabsaugung besteht nicht das Risiko einer Verbrennung. Auch das Risiko einer Ansammlung von Wundwasser ist geringer. Die Safe-Lipo-Technik ist ein spezielles Verfahren der Vibrationsliposuktion, das von den amerikanischen plastischen Chirurgen WOW 2010 beschrieben wurde. Die Technik wird in drei Schritten durchgeführt. Nach der Unterspritzung wird das Fettgewebe mit den Geräten für vibrationassistierte Fettabsaugung und einer speziellen Kanüle aufgelockert. Anschließend wird das Fettgewebe mit 3 bis 4 mm dünnen Kanülen mit der Vibrationsliposuktion abgesaugt. Zum Schluss werden die Konturen mit einer speziellen Kanüle geebnet. Die Technik bietet viele Vorteile und wird daher in den USA häufig angewendet. Gleichmäßige Absaugung des Eigenfett, Dellen und Unregelmäßigkeiten werden vermindert. Die Form der Kanüle schont die Gefäße und verringert das Risiko von Blutergüssen. Präzise und gezielte Absaugung, speziell vorgeformte Kanüle erhöhen die Sicherheit der Behandlung. Die Safe-Lip-Technik wird auch bei der Eigenfettbehandlung eingesetzt. Eine ambulante Fettabsaugung an den Beinen bietet viele Vorteile. Weniger Risiken, die Abstimmung des Operationstermins ist unkompliziert, die Aufregung ist geringer, keine umständliche Formalität wie bei einer stationären Aufnahme. Sie brauchen nicht auf den Komfort Ihres Zuhauses zu verzichten. In ihrer gewohnten Umgebung erholen sie sich schneller. Auch fremde und anonyme Umgebung einer Klinik können sie daher verzichten. Die Heilungsverläufe sind häufiger besser, keine Gefahr, sich mit Krankheitskeimen zu infizieren. Kliniken führen OPs in der Regel in Vollnarkose durch. Ambulante Zentren haben daher in der Regel mehr Erfahrung mit weniger belasteter Narkose. Sie profitieren von einer Rundumversorgung durch ihren vertrauten und erfahrenen Facharzt oder Fachärztin. Postoperative Betreuung erfolgt durch ihren Operator. Behandlung aus einer Hand. Dies verbessert die Qualität, baut das Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis stärker aus, gibt ihnen das Gefühl der Sicherheit und trägt zu Behandlungserfolg bei. Eine häufiger gestellte Frage ist: Was passiert, wenn Sie
wiederzunehmen. Fettzellen können sich im Erwachsenenalter nicht vermehren. Das heißt, dass abgesaugte Fettzellen vom Körper nicht ersetzt werden. Wenn der Körper mehr Energie aufnimmt, als er verbraucht, wird die Energie in Fettzellen des Körpers gespeichert. In der Folge werden die Fettzellen größer. Die Fähigkeit von Fettzellen, Energie zu speichern, wird durch eine Fettabsauger nicht beeinträchtigt. Eine Fettabsauger kann daher nicht verhindern, dass sie den Körperumfang bei Gewichtszunahme erhöht. Die Umfangszunahme wird jedoch in den abgesaugten Regionen geringer ausfallen als an anderen Körperstellen. Die Phase der Wundheilung dauert 1 bis 2 Wochen. Die neuen Körperkonturen werden von Woche zu Woche deutlicher. Nach 4 Wochen ist das Endergebnis sichtbar. 4 Monate nach der OP ist bei etwa 95% der Patienten das Endergebnis zu sehen. Die Anwendung einer Kompressionswäsche verringert die Schwellung und sollte vor ca. 5 Wochen getragen werden. Hier eine kurze Zusammenfassung für Sie. Unter optimalen Voraussetzungen und der Berücksichtigung der individuellen unterschiedlichen Eigenschaften der Patienten gilt dieser Eingriff als sicher. Schonende Operationstechnik und schonende Narkose sind für eine schnelle Erholung entscheidend. Alle Quellen finden Sie wie immer unter dem Link in unserer Beschreibung. Haben Sie noch Fragen zu diesem Thema? Dann buchen Sie online einen Termin oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@centerplus.de.